Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr seht, stehe ich hier gerade in Starstable, heute auf meinem Main-Account, also Lila Northfield. Und ich habe hier wieder ein bisschen Starcoins angespart, nämlich weil genau an meinem Geburtstag, der jetzt schon ein bisschen vergangen ist, ein Pferd rauskam, das ich unbedingt kaufen möchte. Aus einer sehr traurigen Story. Vielleicht weiß es der eine oder andere schon, aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze und wir schauen uns das an. Es gibt noch viele andere coole Dinge, aber das steht heute im Vordergrund und ich würde sagen, wir gehen dort erstmal hin und dann erzähle ich euch alles, wie, wo, was, warum und wir labern gar nicht weiter. Wir starten einfach direkt rein. So, wir gehen jetzt erstmal in den Anhänger, denn wir müssen zur guten alten Starshine Ranch. Die müsste auch irgendwo hier unten sein. Starshine Ranch. Denn da sind ja die neuen Fellvarianten rausgekommen. Es sind mehrere, aber ihr werdet es gleich nochmal sehen. Oder vielleicht habt ihr es im Spiel ja auch schon gesehen. Es sind ja mittlerweile auch schon ein paar Tage vergangen. So, und hier sind wir auch angekommen. Anscheinend sollte es auch eine neue Quarter Horse Farbe geben, die hier irgendwo sein sollte. Ich kann euch aber nicht mal sagen, welches ist, denn es geht mir tatsächlich heute um was ganz anderes. Und zwar um neue Saddlebred Farben. Wir haben noch eine neue Farbe, die sieht richtig cool aus und mir geht es heute um diese Farbe hier. Also um diesen wunderschönen Fuchs. Oh, die Ähnlichkeit ist halt auch schon wirklich, wirklich da. Oh je, okay. Also ich möchte heute diesen Saddlebred Fuchs kaufen, weil vielleicht erinnert ihr euch an mein vorheriges Kaufvideo, wo ich dieses Pferdchen hier gekauft habe und gesagt habe, ich habe so lange darauf gewartet, dass diese Rasse ins Spiel kommt, weil unser ehemaliges Pferd eben von dieser Rasse war und ein Fuchs. Und dann war ich so traurig, dass kein Fuchs rauskam, weil ich so in Erinnerung das super gerne gemacht hätte. Ja. Und ich muss sagen, von der Blässe und allem passt es bei diesem Pferd viel mehr. Also von der kompletten Abzeichnung, aber die Fellfarbe ist natürlich eindeutig hier richtig, ja, ist eben Fuchs, das hier ist kein Fuchs und ich habe mich total gefreut, als es dann hieß, wir bekommen jetzt einen Fuchs ins Spiel. Deshalb natürlich keine Frage, ich habe extra gespart dafür, dass ich jetzt dieses Pferd kaufen kann, aber irgendwie ist es trotzdem immer noch, es schwingt sowas mit. Wir labern aber gar nicht weiter rum und ich würde sagen, falls euch da ja noch mehr interessiert, wie wo was passiert ist, ich glaube, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wir werden uns das Pferd jetzt aussuchen und ich werde es ein bisschen anpassen und dann sehen wir uns gleich wieder, bevor ich es dann letztendlich final kaufe. Leider konnte ich nicht ganz den Namen geben, den ich wollte, weil man kann leider auch nicht den ersten Namen weglassen und die Namenskombination, die ich gebraucht hätte, gibt es einfach nicht. Deshalb habe ich mich jetzt dafür entschieden, keine Ahnung, weil ich habe einfach nichts Besseres gefunden und die SSO-Namen lassen halt einfach nicht das zu, was ich gerne hätte. Ich habe die Mähne gekürzt, weil realitätsnah und dann würde ich sagen, ist es jetzt endlich soweit. Ich warte ohne Spaß schon seit so unendlich vielen Jahren darauf, dass diese Farbe und Rasse rauskommt. Ich würde sagen, kaufen wir jetzt. So, und da haben wir unser neues Pferd und ich muss sagen, ich finde, es ist schon eine krasse Ähnlichkeit, abgesehen von den Abzeichen. Also, ja, sehr, sehr, sehr ähnlich vom Körperbau, von den Gangarten auch. Krass. Okay, Leute, wir gehen jetzt in Heimatstall und suchen uns ein entsprechendes Outfit aus. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen mehr heute zu entdecken, abgesehen von dem Pferdekauf. So ihr Lieben, ich habe mich jetzt für dieses doch sehr einfache Outfit entschieden. Es ist relativ basic, aber ich weiß nicht, ich mag solche basic Outfits, gefühlte Turnier-Outfits einfach richtig gerne. Wir werden jetzt auch noch ganz kurz die Frisur ändern. Und zwar zu dieser schwarzen Frisur oder diesem schwarzen Pferdeschwanz. Finde ich einfach ganz schön. Das ist unser Pferd. Und ich finde es einfach so gut, dass die Rasse jetzt drin ist. Ich finde es zum einen richtig traurig, aber auf der anderen Seite werde ich in den nächsten Videos wahrscheinlich komplett einfach nur damit rumlaufen. Aber es ist halt auch einfach so eine schöne Erinnerung. Und ich bin froh, dass sie die Saddlebreds nicht ganz zerstört haben. Also ich finde, sie haben sie eigentlich relativ gut hinbekommen. Klar, natürlich immer Chancen zur Verbesserung, vor allem bei den Hinterbeinen, aber
Ich bin im Großen und Ganzen echt zufrieden und froh, dass die Rasse jetzt da ist. Und jetzt schauen wir uns noch an, was abgesehen davon noch rausgekommen ist. Und dann zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die wunderbaren Gangarten einmal im Komplettmodus gezeigt. Und zwar kam noch ein Update raus, und zwar die Championship-Ränge. Wir sehen hier ganz normal die Zeiten und hier haben wir die Ränge, Leute. Es ist richtig crazy. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Das ist so ein bisschen saisonmäßig. Also es geht immer 30 Tage lang und da könnt ihr ein bisschen eskalieren. Hier steht, wie das Ganze funktioniert. Willkommen zu den Championship-Rängen. Nimm an Meisterschaften teil, um Siegerpunkte zu verdienen. Bemühe dich um die besten Plätze, um mehr Punkte zu verdienen und Jorvik Champion zu werden. Auf dem Weg dorthin verdienst du dir verschiedenfarbige Rangschleifen. Die Championship-Ränge gibt es nur für eine begrenzte Zeit. Danach muss sich das Komitee auf den Start der nächsten Saison vorbereiten. Das heißt, vielleicht ändert sich das auch von Saison zu Saison. Das sind alle Ränge, sage ich jetzt mal. Schön grün, wie auch in echt, so ein bisschen von der Farbe her. Der Rest stimmt nicht so ganz. Position 1 bis 4, bla 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 bla. So viele Punkte bekommt man. Ihr bekommt auch einen Punkt, wenn ihr quasi einer der letzten seid. Und wenn ihr ein bisschen weiter vorne platziert seid, gibt es mehr Punkte. Also ihr müsst jetzt nicht gewinnen komplett dafür. Und das sind die verschiedenen Ränge, die ihr da bekommen könnt. Ich muss sagen, ich dachte, man bekommt irgendwie Geschenke oder sowas. Das ist voll schade, dass man dann nicht wirklich was bekommt. Aber oh mein Gott, also ich sehe mich, wenn ich richtig mich anstrenge, sehe ich mich hier. Oh je, oh je, oh je. Okay, das wird auf jeden Fall nicht so erfolgreich für mich. Ich habe auch gar nicht durchblickt, ob man da jetzt Geschenke bekommt. Weil so wie ich es gelesen habe, kann man halt Schleifen gewinnen, warum du mitmachen solltest. Ich lese mal ganz kurz ab auf der Internetseite. Bei den Championship-Rängen geht es nicht nur um Wettbewerbe. Sie sind für alle, die gerne gegeneinander antreten, Gegenstände sammeln und mit Freunden im Spiel voranschreiten. Erfreue dich mit jedem Meilenstein an mehr Animationen und Belohnungen, die deinen Erfolg zeigen. Also wirklich kriegt man doch Belohnungen. Das kann aber jemand in die Kommentare schreiben, der schon irgendwas erreicht hat. Wir bräuchten jetzt definitiv einen fünften bis achten Platz, um ja, das herauszufinden. Aber das ist momentan schwierig, weil jetzt ist erstmal kein Championat, glaube ich. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt, nämlich den guten alten Gangarten. Und oh Leute, ich bin einfach so happy gerade. Ich glaube, ich werde erstmal wirklich kein anderes Pferd reiten. Ich werde das sowas von ausleveln in den nächsten Streams. Mega. Auch wenn ich sagen muss, ich finde es schade, dass der Zügel so rumschlackert. Eigentlich sind die Gangarten richtig cool. Vor allem den Galopp mag ich gerne. Aber jetzt schaut euch mal bitte an, wie belastend die Zügel halt runterhängen. So im Trab kann man es noch verkraften, da backt es halt wieder rein, aber was ist das? Naja, egal. Wir schauen uns jetzt die Gangarten an und von allen anderen verabschiede ich mich jetzt schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin mega happy, wenn auch ein bisschen traurig in dieser Folge, aber im Großen und Ganzen richtig froh, dass genau dieses Pferd jetzt in SSO reingekommen ist. Ich wünsche euch einen tollen Tag und allen, ja, die Interesse daran haben, wünsche ich noch ganz viel Spaß bei den Gangarten.